Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch zum neuen Unboxing. Ich habe mir bei Otto zum bei der Black Week, so lange liegt der jetzt schon, ich bin nicht dazu gekommen, vorher ein Video zu machen, einen Controller geholt. Ich habe für den, ich habe nochmal nachgeguckt, 20 Euro bezahlt. Der ist eigentlich, kostet der 79 oder 69, glaube ich. Nee, 79, aber meistens kostet er 69. Zu Black Week war er im Angebot für 34,99 direkt von Otto. Ich habe gratis Versand, also brauche ich keinen Versand bezahlen. Habe bei Otto 15 Euro eingelöst. Ja, also 30, 20, ja. Also habe ich mit, naja, gut, 19,99, um es genauer zu sein. Weil ich habe Otto-Abpunkte gehabt, habe die eingelöst und habe den jetzt. Ich konnte leider nur einmal Otto-Abpunkte einlösen im Wert von 15 Euro. Ich hatte noch mehr Otto-Abpunkte. Hätte ich noch die Möglichkeit, ihr habt noch mehr gleichzeitig einzulösen, hätte ich ihn für gratis gekriegt. Aber naja. So, wir packen den jetzt mal aus. Aber das ist bei Otto nicht vorgesehen, dass man da was gratis kriegt. Das soll ja nur ein Anreiz sein, dass man wieder mal bestellt. Und ich habe mich für den, waren noch mehrere Farben da. Der neue Blauton, der war leider nicht dabei. Der war leider nicht da. Na komm. So. Sonst hätte ich den vielleicht genommen. Aber da meine PlayStation sowieso, ich die schwarzen Plates von Sony drauf habe, den klassischen Aufkleber drauf habe und ich da ja, eher so im Retro-Style bin, ja, den brauchen wir nicht. Das können wir wegschmeißen, würde ich sagen. Kabelei. Spart Sony Geld. Kein USB-C-Kabel mit bei. Also für 79 Euro bin ich ehrlich gesagt der Meinung, da könnte man wenigstens ein Stummelchen an USB-Kabel mit dazu packen. Aber naja. Dann haben wir hier die Plaste. So. Und hier haben wir den Kabel. Ach Quatsch, den Kabel, den Controller in schwarz. Der ist natürlich jetzt nicht angemeldet. Den muss ich jetzt erst anmelden. Das heißt, USB-C-Kabel rein, an der PlayStation anmelden und auch gleichzeitig dann ein Update ziehen. Weil ich weiß nicht, welche Software-Version auf dem Controller drauf ist. Ob hier schon die Version drauf ist, dass er kabellos, also ihr könnt ja auch so anmelden über die PlayStation, klar, aber ich weiß nicht, ob hier schon kabellos Software-Updates möglich ist bei dem Controller, ob da noch eine ältere Software drauf ist, wo es noch nicht kabellos möglich war, deswegen einfach per Kabel anschließen, anmelden, fertig, bums. Ja, passt, ich muss ja sowieso einen neuen haben, mein einer originaler weißer, der hat einen Stickdrift auf der linken Seite. Alle Tasten sind gut. Liegt auch griffig. Ein bisschen. Entweder täuscht mich das oder ich habe meinen anderen schwarzen schon so sehr abgenuddelt. Es ist zwar hier auch genauso wie bei meinem anderen. Der ist ja auch original schwarz. Aber es fühlt sich gerade noch ein bisschen griffiger an. Aber es kann auch sein, dass durch viel Benutzen und hin und her, dass das bei mir schon ein bisschen abgeschliffen ist oder was weiß ich, Abnutzung hat. Aber er liegt gut in der Hand. Tasten, alles gut. Ja. Also da, wenn sowas ist, wenn ihr einen Controller braucht oder wenn ihr wisst, ihr braucht bald wieder einen Controller, wartet auf Black Week, Cyber Monday, Gott, weiß ich, was hat Amazon noch für Aktionen? Aber auch Sony macht ab und zu Aktionen zu bestimmten Feiertagen, zu PlayStation Events oder was weiß ich, dass ihr die halt für einen schmalen Taler anstatt halt für 79 oder 69, für 49, 59 kriegt. 34 war jetzt natürlich ein geiles Angebot und dann mit Otto abpunkten ist schon herrlich, kann man sich schmecken lassen. Ja, also da auf jeden Fall würde ich jedem raten zuzugreifen.
Ja, bei dem Preis ist immer gut, wenn man einen Ersatzcontroller dran hat, zu Hause hat. Und ihr könnt die Controller, auch wenn ihr die jetzt nicht direkt an der PlayStation braucht, ihr könnt die auch für den Fernseher nehmen oder für den Fire TV, weil für 34, beziehungsweise ich habe ja nur 20 bezahlt. Also, da ist auch um Längen besser als die Billigcontroller, muss ich sagen. Ja, und die kann man mittlerweile auch überall anmelden. Ja. Also, das wäre jetzt nicht das Problem. Jo. Und dann würde ich sagen, dann wartet jetzt. Ich hoffe, es hat euch gefreut. Wenn es euch gefreut hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.